wir eine Lautstärkebeschränkung hier auf dem Platz haben. Ich schaue mal ganz kurz dahinter. In diesem Zelt befinden sich die Techniker. Einer davon arbeitet, die anderen sind alle dafür zuständig, damit der Lautstärkepegel nicht überschritten wird. Das sind 4 Lautstärkebeauftragte und einer, der arbeitet, der sitzt ganz vorne in der Mitte. Mal einen Applaus für Sven. Theoretisch könnte das Sven Einfluss darauf nehmen, aber nur theoretisch, denn jeder Hebel ist natürlich nochmal rückversichert und jeder von den anderen Herren in Schwarz hat auch ein kleines Pult und kann dagegen steuern. Es ist also ein wilder Kampf, der da entbrennt, damit es nicht zu laut wird. Ist es jemand zu laut? Ein Ja gehört und das reicht uns schon, um zu reagieren. Wir kümmern uns auch um Einzelschicksale. Wir machen jetzt mal ganz leise für die Messung und zwar nehmen wir da nur ein Mikrofon, wie am Anfang unserer Band Zeit, als wir uns gegründet haben. Das ist ja auch schon lange her. Auch wir können große Jubiläen aufweisen. Meine 1000 Jahre Leipzig, aber uns gibt es auch schon 23 Jahre. Wir haben schon über 15 Jahre unsere Band Ein Song, der kommt mit einem Mikrofon aus, ist also deutlich leiser. Wir müssen das kurz erklären, es geht hier um das akustische Mittel. Das heißt, wir dürfen schon in der Spitze, dürfen wir schon mal kurz laut werden. Ja, das ist, ich kann schon mal ganz kurz... Ja! Das geht. Aber der Grundsatz muss immer getragen sein. Man muss mit der Stimme schön ruhig bleiben, das geht auch für die Band. Wir können schon mal ein Solo ein bisschen lauter spielen, aber der Titel an sich, der darf eben die Zimmerlautstärke nicht überschreiten. Wir werden jetzt diesen kleinen Vorsprung ausarbeiten, indem wir diesen Song ganz leise machen. Ihr werdet auch bitte nicht klatschen, nicht schnipsen und nicht mitsingen. Wir sind jetzt alle mal ganz zusammen ganz leise. Das wird alles dort registriert und gemessen. Und damit arbeiten wir uns einen kleinen akustischen Vorteil für die nächsten 10 Minuten raus. Dann können wir hier mal richtig auf die Pauke hauen. Aber dafür erstmal 3 Minuten ganz leise sein. Ein Song von den Bell Vikings. Bitte nicht mitsingen, aber trotzdem freuen. Aber leise freuen. Kann gut werden. Kinder aus Kotzen. Da gibt man sich ja Mühe und versucht irgendwie den. Wir machen es einfach nochmal. Aber ungern, äußerst ungern. Normal, da komme ich hoch. Down.
down. Wow, wow.